Er gilt als der letzte Ritter und ist zweifellos eine der schillerndsten Gestalten im 16. Jahrhundert. Franz von Sickingen förderte die Humanisten und die neuen religiösen Ideen. Sickingens Ebernburg wurde so zu einem frühen Zentrum der Reformation. Ulrich von Hutten besang sie als Herberge der Gerechtigkeit. Am Ende wurde Sickingen Opfer seiner verwegenen Pläne. Als Ritter, der Kaiser und Fürsten die Stirn bot, so blieb er im Bewusstsein der Region fest verankert. Ab 21. Mai im Landesmuseum Mainz, eine Zeitreise ins 16. Jahrhundert.